Klar. Als Österreicher, was denken Sie über die Beziehungen und Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich? Ja, Österreich und Deutschland haben sehr gute Beziehungen. Mhm. Ich habe Freunde aus Deutschland, ich habe Trainingskollegen aus Deutschland. Mhm. Ich bin oft in Deutschland. Deutschland ist von meiner Kanzlei mit dem Auto 15 Minuten weit entfernt. Mhm. Es sind beste Verhältnisse. Die Deutschen kommen irrsinnig gerne nach Österreich zum Urlaub machen, zum Skifahren. Mhm. Österreicher sind auch in Deutschland sehr beliebt. Sehr schön. Welche Stadt halten Sie in Österreich für die beste und wo liegen die Unterschiede zwischen größeren Städten wie Wien und kleineren Städten? Also natürlich, ich wohne in Salzburg in der Stadt. Mhm. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich liebe Salzburg, es ist sehr schön. Mhm. Ich habe aber auch 2 Jahre in Wien gewohnt. Mhm. Die Unterschiede zwischen Wien und Salzburg würde ich beschreiben, dass Wien ist viel Stadt, man kann sehr viel machen, internationaler als wie Salzburg, hat mehr Einwohner natürlich, aber Salzburg hat den Vorteil, dass es hier Kultur gibt mit Mozart, mit Musik. Ja. Dann habe ich Salzburg ist eine sehr kleine Stadt, hat nur ungefähr 150.000 Einwohner, ist also wirklich sehr, sehr klein, aber eigentlich weltbekannt. Durch Mozart kennen Salzburg sehr viele Leute. Mhm. Und ich möchte das nur veranschaulichen, wenn ich in diese Richtung mit dem Auto ungefähr 10 Minuten fahre, bin ich in der Innenstadt mit der Getreidegasse und der Festung und Mozarts Geburtshaus. Mhm. Und wenn ich in diese Richtung ungefähr 15 Minuten mit dem Fahrrad fahre, dann sitze ich im Grünen, bin umgeben von Bäumen und höre die Vögel zwitschern. Wenn ich in diese Richtung 45 Minuten mit dem Auto fahre, dann bin ich an einem See, zum Beispiel der Fuschelsee. Das Wasser von dem See, das kann ich trinken, das ist so sauber. Und wenn ich in diese Richtung 45 Minuten mit dem Auto fahre, im Winter kann ich Skifahren. Also das beschreibt eigentlich Salzburg, diese Idylle und dass sehr viele Sachen in der Natur, Freizeitmöglichkeiten, sehr nahe beieinander liegen. Ja, Salzburg ist sehr beliebt. Was denken Sie über die anderen kleinen Städte? Wenn man das Land liebt, dann gibt es irrsinnig viele schöne Städte in Österreich. Es gibt keinen Flecken in Österreich, der mir nicht gefällt. Es gibt nur eine Sache, wir haben kein Meer, also kein Meer. Und wir haben keinen Dschungel, wir haben keine Wüste, aber ansonsten haben wir eigentlich sehr, sehr viel zu bieten und es gibt sehr viele kleine Städte oder Dörfer in Österreich, wo man wohnen kann. Das ist zum Beispiel für Kinder sehr beliebt, wo es Bauernhöfe gibt. Wir haben halt keine Städte mit 10 oder 20 Millionen Einwohnern, das haben wir in Österreich nicht. Okay, sehr schön.